Guten Morgen, es ist jetzt schon der zweite Tag. Gestern sind wir hierher geflogen und ja, jetzt gehen wir gleich auf eine 2 Kilometer lange Wanderung bei irgendwie 10 Grad und Regen den ganzen Tag. Ja, und das ist hier schon echt eine extrem krasse Landschaft. Sowas habe ich noch nie gesehen und es gibt es, denke ich, auch kein zweites Mal auf der Erde. Ich bin jetzt schon ein paar Kilometer gelaufen und schaut euch mal diese Aussicht an. Schaut euch mal an, wie hier der Wasserdampf aus der Erde kommt. Aber leider kann man hier keine Fotos machen, weil da diese Stromleitungen sind. Sehr schade. Also wenn diese Landschaft hinter mir jetzt mal nicht richtig geil ist, schaut euch mal das an, das ist so krass. Das ist echt gar kein Vergleich mit Europa, mit dem Rest von Europa. So, ich bin jetzt gerade von der Wanderung zurückgekommen. Es waren jetzt, glaube ich, so 13, 14 Kilometer, weil wir nochmal zurückgehen mussten, weil wir falsch gelaufen sind und dann Weg nicht mehr da war, der eigentlich auf der Karte eingezeichnet war. Ja, und jetzt geht's, denke ich, in die Jugendherberge und dann schau ich mal, was es ist, was ich noch mache. Und es hat jetzt auch angefangen zu regnen vor einer halben Stunde, zwar nicht stark, aber ein bisschen. Und so sehen meine Schuhe aus nach einer Wanderung im Schlamm, die teilweise im Schlamm verlief in Island, wo es eben so extrem viel regnet. Und übrigens, man darf hier in Island auch maximal nur 90 km/h fahren, also überall. In den USA darf man ja 60 Meilen, also ungefähr 100 km/h fahren und hier eben nur 90 maximal. Ich bin jetzt gerade hier nochmal mit meinem E-Longboard ein bisschen raus aus Lauger Fjord oder so heißt der Ort hier, wo wir jetzt 3 Tage übernachten, gefahren. Und übrigens, hier darf ich auch mit meinem E-Longboard fahren, nicht so wie in Deutschland. Das ist jetzt richtig cool, dass ich das mitnehmen konnte. Und ja, jetzt mache ich noch ein paar Fotos hier. Ein ganz schönes Licht hinter mir. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und ja, dann geht's weiter mit dem Morgen. Heute filme ich nichts mehr. Hier gibt es sehr viele Mücken, aber die stechen zum Glück nicht. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh